Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Gerade noch für den Marsch von 7. Ja, wir sind bei und schwappen gerade das Gras. Und es wurde gerade begonnen, mehr oder weniger. Ich setze mal die Arbeit fort und muss den zweiten Fahrer gleich wieder entsprechend einstellen. Beziehungsweise eine richtige Spur schicken. Müssen wir noch schnell laufen. Aus dem Gefahrenbereich bringen. So, hier später muss eine Kalk und Dünger rauf. Aber das ist ja nicht sofort. Gut, muss man hin, ne? So, hier gucken wir gleich. Hier haben wir auch einen Kurs gespeichert. Nächst passenden Punkt. Feldmodus, ne? Ist er auf rechts gesteuert oder auf links? Auf rechts. Also im Grunde ist er hier gefahren. Und ich werde auch wieder einstellen. Dann kann er sich nächste Spur rechts, ne? Wenn der andere links fährt, ist der rechts, ne? Logisch. Dann können wir hier anfangen. Logisch. Oder? Genau. Zeig auch mal, ne? Logisch. So. Weil der muss ja dann hier von der Spur rechts fahren. So. Und hier beginnt ja in den Feld rein. Ne? Hat es ja den Vorteil, da sieht man ja außen herum diesen Bereich, den er wieder aufnehmen kann. Ne? Hier habe ich eingestellt an die Schaf. Ich hoffe mal. Gut. Das wollte ich eigentlich machen, aber vielleicht habe ich es vergessen. Nicht getan. Zementwerk, mal gucken, ob wir was verkaufen können. Weil hier sind. Es müssen ja noch Ballen gepresst werden. Sand. Alles reinigt da. Steingrau. Leerpalette. Wasser ist alles. Ausreichend da. Gut. Die können wir näher wegfahren, alle Ruhe, da will ich jetzt nicht machen. Ach, hier ist auf Feld Nummer 24, glaube ich, oder 25. Ja, das machen wir später. Das auch. Rübenernte, genau. Ja, das ist Feld Nummer 7. Wir sind noch bei und hoffen mal, dass wir das hinkriegen, ne? Dass wir demnächst auf Feld Nummer 65 anfangen können. Ich habe eigentlich jetzt die Abfahrer so eingestellt, dass sie im Prinzip Überlademodus dicht genug dran sind, ne? Das reicht. Das reicht. So. Kein Kurs gespeichert. Da werde ich mal einfach einen Helfer nehmen, ne? Aber in andere Richtung eher. Denn das macht ja jetzt keinen Sinn, das kurz anzunehmen. Wir nehmen das lange. So. Wieder hoch, wow, klar, geht nicht, weil nicht eingestellt ist. Ich fange hier mal an, an der Ecke. Den Rest halt, was er nicht macht, machen wir automatisch. So. Wir heute mal alles wieder in Schwung kriegen, die ganzen Abfahrer, und wir arbeiten halt, ne, die beiden Fans hinschicken zum Absammeln von, also Ballenpressen, ne.
Oh, Entschuldigung. Tja, Donnerstag bei mir. Heute schön Donnerstag. Morgen ist Freitag. Zum Glück auch. Ja. Ist halt eine Arbeitswoche, ne? Ist halt so, ne? Nur das früher aufstehen. Oh. Schlimm. Gut, der ist voll, der kann gleich wegfahren. Einen habe ich noch irgendwo. Aber Gras mähen. Müssen wir mal schauen. BGH, ja, 100.000. Das ist die. Denk mal Süd, ne? Ah, hier ist er. Vielleicht werde ich den doch noch umrüsten hier auf hoch. Wir kommen doch ganz gut zurecht damit, ne? Also, ist genug Platz. Und der geht nicht weiter. So, die Fendt war ich hier gelassen. Ich muss sie mir gleich hinschicken, die sind mir relativ zügig. Und dann können die gepresst werden. Die Ballen absammeln, das kann ich in aller Ruhe später machen. Anführungszeichen, ne? So. Das stellen wir gleich ein. Zwar Feld. Einer Modus, Feld 50. Und hinfahren lassen. Dann wisst ihr anfangen können, das dauert ja eine Weile. Weil das Schwatten, gut, so lange dauert auch wieder nicht, aber das ist ja noch halt mal so, ne? Gut, dass Holger das gemacht hat mit den ganzen Einstellungen. Für mich persönlich wäre das nichts. Da hätte ich nicht genug Geduld. Aber wie gesagt, ist ja vorrangig eingefahren. Die anderen Sachen halt, wenn man einen Fehler macht oder meint hinterher ist ein Fehler, kann man korrigieren. Und wenn nicht, ja gut, dann muss es halt gehen, ne? So, ich muss nachdenken. Und zwar, ich wollte verkaufen. Und zwar irgendwas, was ich Geld machen kann, ne? Ich schalte mal durch. Der weiß ich gar nicht jetzt, ob der auch glätten kann, ne? Guck mal durch. Das geht auf jeden Fall. Dann werde ich mal gleich zur Brauerei fahren, denn das ist da um die Ecke. Und Bier verkaufen. Beziehungsweise Bier mal einladen und dann verkaufen. Milchfahrer. Ja, das könnte ich auch noch machen. Der Milchfahrer war eigentlich im Stall. Tag Mu. Hm, genau. Und letztes Mal wollte ich ja das Grundstück verschieben. Grundverkehrt angefangen. Und zwar auch noch mit R. Nee, Objekt werfen. Nee, das nicht. Ich werde mal den Traktor ein bisschen wegfahren, beziehungsweise schicken mal los. Ich muss einen Vorrat einstellen. Hauptsache der andere interessiert mit ihm nicht. So. Diese R. Das wollte ich. Zumindest, das kann ja hier in dem Bereich ruhig hin, so dass der Traktor vorbeifahren kann, ne? Ich brauche es ja nicht wirklich, aber wenn es im Weg steht, ne? Muss ja nicht sein. So. Bestätigen. Auffahren steht, man kann nicht rückgängig machen, man kann es rückgängig machen, indem man das den Mod kurz deaktiviert und dann wieder aktiviert. Dann muss man es aber alles wieder einstellen, aber es geht schon.
ohne groß was zu versauen, ne? So, Milchfahrer fährt auch. Ansonsten fährt kurz mal wild weg. Das war nicht so gut. Ihr seht zwar noch alles, aber hier sind meine mein synchroner Monitor nicht mehr aktiv. Das haben wir jetzt im Prinzip jetzt voll Lotte zeigt. So. Ja, hier die Wiese ist ja frisch gemäht. Frisch ja auch und frisch ausgesät. Von daher haben wir hier keine Grasreste. Ne? So. Das ist ganz gut. Anscheinend auch ein hoher Tag wird aussieht. Recht viel Gras. Jo, da kommen die mal ein Abfahrer bald. Normalerweise da oben müssten die kommen. Und da rechts über links stehen. Ich glaube eher rechts. Ein Auskleider. Also kommen wir angefahren? Ne, eben nicht. Da oben, da kommen sie. Ganz oben links. Unten in der kleinen Gerade. Jo, wir gehen bei. Gucken, was hier läuft. Hier war das los hier, ne? Feld 7 Abfahrer. Der hat sich verabschiedet. Oder sie? Sie opt. Sie bald an, ist doch. Machen wir dasselbe. Sollte ja eigentlich funktionieren, ne? Gut, der nächste. Apropos funktionieren, das kann daran liegen. Der Schuldige ist, okay, das passt. Oft hinter dem Monitor, ne? Also ich den Augenblick. Gut, der fährt ran. Und ich wollte hier was verkaufen, ne? Zumindest versuchen. Ja, die Bäume liegen auch noch rum. Die muss ich auch noch mal wegbringen. Ich schaff's einfach nicht. Denn die Ernte ist wichtig. Dass wir alles in der Dach und Fach kriegen. Die Grasballen können wir auch nicht liegen lassen, ne? Also, beziehungsweise ohne das entsprechend gemäht zu haben und gepresst zu haben, wenn die Ballen auf der Wiese noch liegen bleiben, dann ist kein Problem. Weil jetzt ist Ende Herbst, das wächst ja sowieso nicht mehr. Aber ja, Rüben, die wollte ich schon noch ernten, ne? Das ist ganz wichtig. So, hier ist auch ein Wasser. Das wird auch knapp. Da muss ich auch noch einen losschicken. Ah, sieht gut aus. R, Bierfass. Dann nehmen wir hier mal 20. Wenn mich nicht alles täuscht, ist drüben mehr drin. Und Bierflaschen. Gucken wir gleich mal nach. Gucke mal, ne? Schau mal. Ja, hier ist voll. Hätte ich nur hier nehmen müssen. Kann ich trotzdem noch machen. Okay, wird ja nicht schlecht. Speichern. Bierkasten. Ja, viele Brauereien haben Schwierigkeiten, weil die sich auf Gastronomie, also die sich auf Gastronomie spezialisiert haben, die im Grunde nur Fassbier haben. Jo, schwierig, ne? Die machen alle nicht auf. Der Staat lässt sie nicht aufmachen. Sauerei.
Hatte ich neulich gehört, wie er sagte, ich darf ja keine Empfehlung geben. Ihr könnt ja raten. Hat er gesagt, aber ich würde an der Testreihe nicht teilnehmen. Ich sag, Paletten, wieso geht das nichts? F1. Holzpaletten, achso. Eierkartons, Baumwolle, Paletten. Ich wollte sagen, ich doch Anhänger holen, das wäre aber verloren, ey. Hab schon keine Zeit. Naja. Sag mal so, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Zum einen brauche ich Geld für einen weiteren Rübenroder. Zum anderen, jo, muss ich das mit dem Gras weitermachen. Also was. So, 20 drauf. Mal ist gleich so. Hopfen hat alles genommen, ne? Ja. Quatsch, hier Hopfen schon. Malz hat er jetzt aufgenommen, die Lage. Hopfen hat schon ja, ganz schön Verbrauch. Wahnsinn. Klar, der LKW steht am Weg. Aber jetzt werden sie gleich aufgeladen, ne? So. Jetzt sind wir wieder sicher, dass wir keine ja, übervoll sind, ne? So. Wo haben wir heute den besten Preis? Letztes Mal war ja der Preis im Keller. Also, immer noch ein Keller. Oh. Bierkasten, Stadion ist in der Nähe. Ja, Fleisch habe ich auch noch, also beziehungsweise Schweine müssen auch noch, ja. Ich glaube, da geht nicht raus, ich muss ja vorne rausfahren. Guten Morgen, schon munter? Jo, so N. Solange hier Symbol 40 steht, ist der praktisch noch festgezurrt, ne? Autoload. Den ein habe ich doch noch aktiviert. Wollte eigentlich deaktivieren. Aber gut, hier auf dem Marsch macht ja keine so großen Probleme. Noch nicht. Noch nicht. Aber ich hoffe es nicht. Ich habe eingelesen, dass die Feldwege nur als Feldwege gezeichnet sind und nicht als Straße verbaut sind. Das ist da, wo ein Geschwindigkeitsproblem gehen könnte, wenn man da lang fährt. Ist mir noch nicht aufgefallen. Solange sie nicht festfahren, ist es halb so wild. Wie gesagt, aktuell ist es ja recht trocken hier. Da gibt es kaum Probleme. Ich denke mal, die Probleme werden zunehmen, wenn wir hier viel Regen kriegen würden, ne? Ja. Kartoffel bringt nichts, also wir bringen kein Geld ein. Müssten wir nicht weiter verkaufen. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier auf dem Marsch. Mit Verkauf. Tschüss.